Fantastic. Guten Tag, willkommen zu einer neuen Runde Let's Play Plunder Pirates mit dem Fred. Und wir sehen wieder mein schönes kleines Piratendörfchen, was jetzt hier so verschlafen liegt. Und ich habe zwei Arbeiter frei, was eigentlich gar nicht mal so gut ist. Ich habe noch 10 Stunden, 57 Minuten Schild, ich wurde eben angegriffen. Was nicht so oft vorkommt hier in diesem Spiel, aber eben ist es mir doch mal passiert. Und ich kann euch sagen, wenn ich angegriffen werde, dann werde ich auch meistens komplett zerstört, also 100%. Und ja, 100% wurde ich mal wieder zerstört, wie immer eigentlich. 521.000 Gold wurden mir geraubt und 180.000 Grog. Wir können ihn ja, und ich kann es euch jetzt schon sagen, wenn ich ihn besuchen werde, es wird ein Megadorf sein. Ja, natürlich, wie es auch sonst immer war. Also, ja, es ist ein bisschen komisch in diesem Spiel, muss ich tatsächlich sagen, dass du echt immer von so Leuten angegriffen wirst, die dir dann doch schon etwas voraus sind. Vor allem Piratenversteck 7, ich habe Piratenversteck 6. Und ihr seht es natürlich schon, er ist viel weiter in dem Spiel und deswegen von daher wahrscheinlich auch kein Problem gehabt, meine Base da mal eben mit 100% zu zerstören. Aber nun gut, das ist das gleiche vor 2 Tagen, auch wieder so ein irgendwas Asiatisches, keine Ahnung. China, Taiwan, Korea, keine Ahnung. Ja, wir sehen es auch wieder. Also der Klassiker, ne? Oh, Alter, was hat der denn gemacht? Der hat mal echt die Fläche vergrößert. Richtig heftig. Da mache ich dann erstmal. Da macht sich der Papi doch erstmal einen Screenshot von. So. Zack, da haben wir einen Screenshot gemacht und dann werde ich das vielleicht mal nachbauen, wenn ich dann auch mal Ratos 7, Piratenversteck 7 bin. Wobei, Piratenversteck 6 geht auch. Ich weiß, mein Dörfchen ist noch relativ schlecht, meine Insel, vom Aufbau her. Allerdings bin ich auch echt zu faul, das umzubauen. Das ist so aufwendig. Also, wenn wir jetzt uns mal den Insel-Editor angucken. Ich habe keinen Bock, das jetzt alles nochmal neu zu fächern. Ich muss mich da mal irgendwie, glaube ich, mal in einer Stunde abends hinsetzen. Und das mal richtig machen. So, wir haben ja Truppen in der Ausbildung. Beziehungsweise schon fertig. 10 Freibeuter, 10 Schützen, einen, hier einmal Lingling. 5-mal den Schläger, 8 Himmelstürmer und, 11 Lumpis haben wir. Das ist schon mal nicht schlecht. Oh, der Lump ist mittlerweile bei mir schon auf Level 6. Das ist sehr schön. Allerdings habe ich momentan 124.000 Grog zur Verfügung. Das ist ein bisschen schlecht. Deswegen, wir müssen jetzt mal gucken, dass wir einen Rivalen finden, den wir dann mal ein bisschen Grog stehlen können. Und dann gucken wir mal, ob es denn läuft. Oh, hier ist schon jemand mit etwas wenig. Nee, das ist mir zu wenig. Alles nur, komischerweise, achtet mal auf die Namen, irgendwie alles nur Asiaten, ey. Das ist unglaublich. Die suchten, egal welches Spiel es ist, die Asiaten sind es immer am Suchten wie verrückt. Unglaublich, ey. Unglaublich. Oh, ja, genau. Was haben wir hier? Auch wieder sehr viel. Ich gucke ja meistens schon immer so, dass ich so ab 250.000 von beidem mal angreife, aber ja. Hier auch wieder so einer der Klassiker. 771.000 Grog wäre rein theoretisch ganz gut für mich. Allerdings ja, wüsste ich jetzt auch nicht, wie ich da im Leben drankommen soll. Momentan, die Gegner, die ich so finde, die sind eigentlich alle immer einfach zu OP. Die kann ich nicht kriegen. Hier auch wieder. Das sieht man doch schon. Alles, was Piratenversteck Level 7 ist, das ist für mich schon wieder im Grunde unerreichbar. Hier haben wir noch einen. Den kriegen wir doch. Hat ja, durchschnittlich viel, würde ich sagen. Allerdings auch ganz gut geschützt, muss man sagen. Doppelte Mauer, davor noch 2 Türme. Ne, der ist mir zu riskant. Gehen wir lieber noch einen weiter. 300.000 Gold, aber kein Grog. Das ist auch nicht so gut. Hier ist ein bisschen verteilt, aber auch nicht so das, was wir suchen. Ja, und dann zwischendurch findet man immer mal so einen schlechten, ne? Mit so ganz wenig Loot. Oh, dort. Na, 128. Nö. Auch wieder ihr. Was haben wir jetzt? 219? Also ich nehme gleich auf jeden Fall mal einen dran. Nicht, dass ich jetzt hier noch ultra lange suche. Ich habe auch keine Lust. Aber wenn da... Ich brauche echt momentan eher mehr Grog als... anderes. Ah, komm, den nehmen wir jetzt hier mal einfach mit. Oh, wobei, nee, er hat schon die Mörser schon auf dem Plateau stehen. Das ist nicht gut. Ah, komm hier. Was soll der Geiz? Ihn nehmen wir jetzt mit. Hat zwar nicht ganz so viel, aber ich denke mal, das sollten wir ganz gut schaffen. So, wir fangen natürlich, wir nehmen ja die gute alte Taktik, die setzen wir sofort hinterher, zünden da mal sofort den Butzemann, damit der auch schön die Schläger mitzieht. Das ist ganz wichtig. So, jetzt kommt die Brigade hinterher. Wir müssen mal gucken, der Wind kommt von Westen. Das heißt, wir setzen gleich auf jeden Fall unsere Himmelstürme auf diese Seite, damit die alle da schön reinfliegen. So. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Wir drehen es jetzt mal eben schnell und mal gucken mal, wie es denn so läuft. So, da ist schon das erste Gebäude schon down. Ja, ganz wichtig auf jeden Fall, dass der Butzemann... Oh, der Butzemann ist schon tot. Jetzt müssen wir mal eben gucken. Ist der jetzt ablenken? Oh, das sieht wieder nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Aber ja, okay, das Gold holen sie sich jetzt natürlich schon. Da müssen wir mal gucken. Die sind schon... Ah, da haben sie ihre Ablenkungsmanöver, oder? Das sieht man an den Ausrufezeichen. Die Schützen muss ich auch noch zünden, habe ich auch fast vergessen. Die gehen hinterher, 17%.
Der Schützengraben ist kaputt. Jetzt müssen sie den Mörser kaputt machen. Das ist, ja, okay, der Mörser ist kaputt. Das ist schon mal sehr wichtig. Schnappen sie sich gleich das Elixier. Da vorne noch die Grogbrennerei. Das Elixier, das den Grog natürlich. Die Grogbrennerei. Ja, die Skelettlumpi sind schon nicht schlecht. Das muss man schon sagen. 34%. Ich werde aber auch wahrscheinlich die 50% schaffen. Das sieht ganz gut aus. Was hat er denn noch? Da hat er noch eine Kanone. Da vorne hat er auch noch eine Kanone. Ich könnte ihn noch ablenken. Komm, wir machen die Ablenkungstaktik. Der sieht so geil aus, wenn er jetzt am Schreien ist. Der lenkt, der zieht jetzt alles auf sich und ziemlich am Tanken, wenn er das macht. Ja, der Grog wandert noch rüber. Dann kriegen wir zumindest noch die Piratenpunkte. Das ist die Battle Points, auch nicht schlecht. Ich bräuchte eh wieder so viele, um die Akademie nochmal wieder abzugraden. Aber das kannst du fast schon knicken. Das muss man sich echt... Das ist fast unmöglich. So, die zünden wir nochmal. 51%. Jetzt holen wir uns noch ein bisschen Grog. Ja, läuft doch. Komm, wenn die Kanone... Ah, die Kanone ist kaputt, das ist sehr schön. Die sind außen noch zu Gange. Wo sind denn sonst noch welche? Die sind noch da, die kümmern sich um das Piratenversteck. Das Piratenversteck haben wir gleich, das heißt, wir haben da zumindest schon mal 2 Sterne geholt. Und dann hätte ich gerne noch ein bisschen Gold. Das ist die Frage, ob wir das noch schaffen. Ohne dass... Ja, weil die schon relativ angeschlagen sind. Jetzt wird die Kanone nämlich gleich drauf... Ja, One-Shot, ist klar. One-Shot und sie sind tot. Aber Grog, wo ist denn... Ah, die sind da oben noch. Die sind da oben noch und schnappen sich jetzt noch das... Ja, okay, sie schnappen sich jetzt noch das Boot, aber das ist im Grunde auch nicht mehr so wichtig, deswegen gebe ich jetzt mal auf. Und dann gucken wir mal, war jetzt nicht ganz so viel. Also momentan ist der Loot irgendwie auch nicht so gut, muss ich sagen. Na gut, Piratenrang sind wir jetzt wieder über 200. So ab 300 gibt es ja nochmal eine Auszeichnung, da kriegen wir dann nochmal ein paar Juwelen. Und ja, hier ist jetzt wieder ein bisschen fertig geworden. Ich muss mal gucken, was ich überhaupt als nächstes upgraden kann. Ah, genau, der Zerstörer. Den Zerstörer hatten wir ja überhaupt jetzt mal upgraded auf Level 3. Der geht richtig ab. Könnte ich noch machen, ja. Ich würde den gerne noch auf Level... Ich würde hier noch gerne die 10 Schaden mehr mitnehmen. Den könnte ich auch noch machen. Zu 56.000. Nochmal 5 mehr Zähigkeit. Ja, nehmen wir auch noch mit. Aber wir brauchen noch natürlich mehr. Wir brauchen mehr Grog. Deswegen bilde ich jetzt mal die Standardtruppen aus. Davon 15. Davon einen. Davon 6 Stück von den Schlägern. Und... Ach komm, wir nehmen jetzt die Zerstörer mit. Jetzt, wenn aber auch dann richtig. Wenn aber auch richtig so. Und dann nehmen wir noch 2 von den Schützen mit. 14 Edelsteine. Ich stelle es jetzt mal fertig, weil es sonst einfach zu lange dauert. Ich wollte unbedingt noch einen Angriff zeigen in der Folge. So. Aui. Ui. 819.000 Elixier. Komme ich denn da dran? Boah, da muss ich doch irgendwie... Muss ich da noch dran kommen? Ich brauche Elixier. Elixier. Grog. Ich muss Grog kriegen. Das ist so schwer. Wenn du schon siehst, Piratenversteck 7, das ist... Da kannst du es eigentlich schon vergessen. Außer es steht wirklich so auf dem Präsentierteller, dass du es mal eben so mitnehmen kannst, aber normalerweise nicht. Normalerweise kannst du das nicht mitnehmen. Wenn's, ja genau, 1,4 Millionen Gold könnte ich stehlen. Betonung auf könnte. 1,4 Millionen. Werde ich natürlich nie schaffen, weil es nicht unmöglich ist, aber ja, jetzt ist, ich bin auch mal überlegen. Das ist teilweise echt schwierig. Das ist teilweise wirklich schwierig, wenn du nicht genau weißt, wie viel du mitnehmen kannst. Ja, genau. Kriegen wir nicht. Dann haben wir da so einer mit ein etwas schlechteres Dörfchen, eine schlechtere Insel. Wo sind die Zeiten, wo ich noch 500.000 von beiden mitnehmen konnte bei schlechten Bases? Das gibt's nicht mehr. 466.000. Grog hat aber auch gar nicht mal so eine schlechte Insel. Ja, ich würde einfach machen, ich mache jetzt mal an dieser Stelle endlich mal einen Cut. Warte mal, bis ich mal einen Gegner gefunden habe und dann sehen wir uns gleich wieder. Also bis gleich. So, hier haben wir jetzt einen. Also 283.000, 276.000, aber er hat halt alles draußen stehen. Er hat nur in der Mitte sein... Ja, er hat ein Lager noch geschützt, aber okay. Ich bin ganz optimistisch, dass wir es hinkriegen. Wir greifen jetzt von der oberen Seite aus an. Zack, die sofort hinterhergesetzt. So, die zünden wir mal sofort. Und dieses Mal werde ich nicht warten, bis ich die hinterher setze. Diesmal setze ich die sofort hinterher. Und natürlich die Zerstörer sofort davor. Die Zerstörer sollen die Bomben sofort aufspüren. So. Jetzt, ich zünde die jetzt auch schon einmal, die Schützen, damit ich die gleich sofort nochmal zünden kann. Die brauchen ja immer so ein bisschen Cooldown. So, lauft. Die Battle Points holen wir uns sowieso, das ist keine Frage, aber... Die Frage ist, wie viel von dem Loot wir dann effektiv mitnehmen können. An der Seite sehe ich da schon ein Lager, da sehe ich noch ein Lager. Er hat ein Lager halt in der Mitte geschützt, das ist ja aber auch nicht so viel. Wenn ich in der Mitte einmal gescheit was weg habe, ein, zwei von den Minenwerfern, dann ist es eh geschehen um die Base. Dann haben wir es. Die Zerstörer, die muss ich echt noch ein bisschen leveln, die gehen richtig gut ab.
So, komm. Komm. Zünd nochmal die Schützen. Komm. Wir drehen es nochmal ein bisschen, damit ihr das besser seht. Da sind noch einige da. Es sind noch einige Schützen da. Jetzt ist der Mörser. Ja, der Mörser ist kaputt. Jetzt ist das andere auch kaputt. Ja, jetzt ist eh. Jetzt ist es geschehen um die Base. Jetzt haben wir auch alles. Jetzt haben wir noch 50% zerstört. Jetzt wird gleich das Piratenversteck noch zerstört. Dann wird noch der restliche Grog eben noch gestohlen. Und dann gehen wir mit 100% hoffentlich hier raus. Je nachdem, wo er noch was hat. Hat er noch irgendwo was, um die Fläche zu vergrößern? Nö. Hat er nicht. Weil es ist sonst noch irgendwo was da. Ja, gut, da ist noch eine Kanone, aber die wird auch nicht so das Problem sein. Butzemann werden wir jetzt nochmal einmal zünden. Oh, eine Bombe. Die hat den Butzemann etwas getroffen. Ansonsten, ja, die Gildenhalle ist kaputt, die Zerstörer leben noch. Ja, okay, das war wirklich ein ziemlicher Overkill, aber ist egal. Ja, 533.000, es läuft. So langsam kriegen wir da ein bisschen was zusammen an Grog. Sind sie noch dabei. Jetzt wird noch die Voodoo-Hütte kaputt gemacht, jetzt ist da vorne noch was. Das ist so eine kleine Mine und dann haben wir es auch geschafft, dann haben wir die 100% geholt. Das ist ja schon mal nicht so schlecht. Ja, komm, wir zünden die Schützen noch mal einmal, dann geht's ein bisschen schneller. Komm, wir zünden jetzt einfach mal nur mal so aus Spaß, zünden wir jetzt mal einmal die hier. Das hat als absolut keine Funktion, was ich mache, aber das sieht einfach lustig aus, ne? Das ist nicht gerade, ich weiß nicht genau, wie ihr das seht, aber ich finde, das ist nicht gerade die, sinnvollste Fähigkeit in diesem Spiel irgendwie. Die da einfach stehen, dann einfach alle Schüsse auf sich lenken. Ich weiß nicht, ab und zu kann man es vielleicht mal gebrauchen, aber ich konnte jetzt noch nicht so oft. So ein Turbo für mehr Schaden hätte ich besser gefunden. Oh, wir haben übrigens Nacht jetzt. Passend zum Ende, wir bilden noch mal ein paar Truppen aus. Also, was können wir denn noch ausbilden? Die altbewährte Truppenkombination. Aber diesmal nehmen wir ein paar mehr. Wir nehmen jetzt einfach nur noch Schläger. Oh, ich kann nur 10 Schläger Maximum, okay. Nehmen wir 10 Schläger Maximum und Rest einfach schützen. Und dann sollte das auch fluppen. Dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen und ich versuche dann demnächst nochmal ein paar Folgen zu machen, wo wir vielleicht nochmal ein bisschen Battlepoint sammeln oder zumindest ein bisschen von den Piratenpunkten in Richtung Rang 300, damit wir die Auszeichnung noch kriegen. Und dann muss ich mal gucken, was ich noch mit meinem Gold mache, damit wir auch noch was ab... Warte mal, ich kann auch noch was upgraden. Hier, die kann ich noch upgraden, genau. 325.000, damit ich nochmal eben meine Arbeiter ein bisschen beschäftigt bekomme. So, Gold weg und Arbeiter auch alle beschäftigt. Dann Dankeschön fürs Zuschauen. Abonnieren nicht vergessen. Kostenlose Gems wie immer. Links oben. Code Mobile Fanboy. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.